Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Forza Motorsport 7. Heute geht's nach Watkins Glen und wir schauen uns ein paar Kompaktsportwagen an. Wir haben den BMW M2 und ich werde auch ein bisschen rumswitchen, denn ich habe auch in der Garage schon ein paar andere Autos und auch in der Fahrzeugliste gibt's ein paar Fahrzeuge, die ich ganz gerne mal hier antesten würde. Und wo kann ich hier das Startaufeld sehen? Genau, hier Startaufstellung. Da sehen wir, es gibt unter anderem den Jaguar Project 7, das ist der F-Type einfach. Dann gibt es den Porsche Cayman, den Nissan 370Z, den BMW Z4, den California T von Ferrari, Audi TTS und ich guck mal den 1AM Coupé, Pontiac Solstice, oder ich weiß nicht, wie ich den aussprechen soll immer, aber ja, lassen wir ihn einfach mal so ausgesprochen. Den Mercedes SLK sowie den Alfa Romeo 4C haben wir ebenfalls so und auch doch den Lotus Evora S. Und das war's im Moment aus der Liste. Es sind viele, viele sehr, sehr geile Autos. 5 oder 6 Rennen sind es, glaube ich, sogar in der Meisterschaft. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los mit dem M2 und gucken uns diesen hier an. Und ich bin mal gespannt, wie der sich fahrerisch denn so anfühlt. Oh, bin ich doch auf 100% KI-Stärke? Ja, mal gucken, wo wir hier mit landen. Komm schon, auf der Außenbahn haben die viel, viel schnellere Geschwindigkeiten durch die Kurve erreicht. BMW M2 soll es ja angeblich bald mit dem BMW M4 Motor nochmal geben, in einer Spezialversion. Da bin ich mal gespannt, wie der denn insgesamt sein wird. Hey Leute, kannst du mal bitte nicht so schnell beschleunigen in deinem Audi? Sind die alle auf der Geraden so schnell, Leute? So, super. Den Kurvenausgang haben die jetzt gut hinbekommen und trotzdem, wie zieht denn der bitte davon? Oh je, Untersteuern gehabt. Ich muss nochmal einen Ticken stärker bremsen und dann habe ich ein bisschen zu stark gebremst. Ja, also man merkt, das ist eine gewisse Umstellung vom GT1. Auch so kommt es mir ein bisschen spanisch vor, wie schnell die teilweise auf der Geraden sind. Thank you.
So, das war jetzt wunderschön. Mal gucken, ob das Tempo reicht, damit man mit den Spitzenkandidaten mithalten kann. Alter, der Jaguar auf der Geraden. Also auf manchen Geraden ist er so schnell wie wir. Ja, das Tempo reicht tatsächlich einigermaßen für die Spitzentruppe. Also auf manchen Geraden ist er echt deutlich schneller. Ist der Kurvenausgang wirklich so unfassbar schlecht von mir? Es gab nämlich schon mal die Vermutung, dass die KI da so ein bisschen leichten Gummibandeffekt hat und nicht ganz mit den Performance-Punkten fährt, die da angegeben sind, sondern dass sie so ein bisschen variieren. Okay, Moment, da spule ich mal zurück. Wo ist hier ein geeigneter Bremspunkt? Auf jeden Fall deutlich früher. Ich fahre mal da an, wo die Hütchen beginnen. Ja, das passt ja wunderbar. Und das mit der KI wurde auch vielerseits von vielen Leuten zumindest bestätigt, dass sie das auch mal so erfahren haben. Es wäre nicht das erste Spiel, bei dem das Phänomen auftaucht, leider. Zeit, der dadurch verloren hat, dass ich da einmal reingestochen bin. Eigentlich wollte ich mich nur einmal ganz normal reinsetzen, aber ey, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wie schnell sind die hier auf Startziel? Never ever sind die da so schnell. Und im Gegenzug hier so unfassbar langsam. Das ist dasselbe Problem, was Project Cars 2 hatte. Total unbalanced auf der Strecke. Wie geil die beiden Z4 hintereinander jeweils die M-Lackierung haben. Oder die M-Streifen. Ja, also eine viel krassere Linie als ich fahren die jetzt auch nicht hier durch. Z4 hat trotzdem gefühlt 10 km/h jetzt Überschuss. Ist der M2 auf der Geraden vielleicht einfach nur zu langsam? Wir werden das in der nächsten Folge erfahren, wenn wir dann ein anderes Auto nehmen. Vielleicht fühlt er sich einfach nur in schnellen Kurven wohl, so wie hier. Denn auch hier haben sie dann auf der Geraden einfach... Alter, zieh doch nicht so hart rein, Mensch. Das passiert halt echt immer.
Ja, also wir werden es auf jeden Fall beim nächsten Mal erfahren, wenn ich dann nicht mehr den M2 nehme, sondern irgendwas anderes. Vielleicht mal den Jaguar oder so. Der schien ja auf der Geraden sehr flott zu sein. Okay, ansonsten sind wir nach 7 Runden auf dem 10. Platz jetzt immerhin. Ihr wisst ja, das Punktesystem in Forza ist progressiv. Das heißt, wir bekommen für die späteren Events mehr Punkte. Insofern, selbst wenn wir hier jetzt so ein bisschen schlecht abschneiden sollten, die kommenden Events sind wichtiger. Komm, wieder zieht da jemand voll rein. Okay, der 9. Platz immerhin. Mal schauen, ob wir hier vielleicht sogar 2 Plätze in der Runde gut machen können. Denn vor uns gibt es gerade einen Zweikampf. Oh je. Ja, vielleicht auch gar keine Position. Ist aber auch mal ganz gut, um zu sehen, ob ich die Kurve mal regulär kriegen würde und wie weit ich da rauskommen würde. Weil ich bin da immer innen. Und dann kommt jemand und macht die Tür zu, während du aber schon innen bist. Ja, also ich wäre hier safe einfach immer innen. Wenn die KI dann immer zuzieht. Aber meistens sind sie dann selbst mehr geschädigt als ich. Habe ich das in dem einen Sektor mal hinbekommen, dass ich da 6 Zehntel schneller war als sonst? Jetzt aus den Kurven raus geht der M2 auch sehr gut. Das ist einfach nicht die richtige Strecke für den, glaube ich. Jetzt hält sich der Vorteil auch für die gesamte Gerade, okay. Fühlt sich gut an. Der 7. Platz jetzt immerhin nach 10 Runden. 3 haben wir noch Zeit. In dieser Runde wird eine Positionsverbesserung wahrscheinlich etwas unwahrscheinlich, aber gucken wir mal. Ja, wobei, wir kommen doch schon ganz gut ran. Das ist der alte Z4, ne? Ich glaube, es ist der alte Z4. Ah, sehr schön. Den auch mal zu sehen. Meiner Meinung nach auch ein sehr schickes Auto. Also ich finde, der neue Z4 sieht zwar sehr, sehr geil aus, aber den alten finde ich irgendwie auch sehr schick.
Der sechste Platz ist es jetzt. Man sieht es auch anhand der Zwischenzeit, das ist mal eine Runde, wo wir wieder unser altes Niveau erreichen können. Und das alte Niveau ist eine 1.15.6 sogar, das alte Niveau unterboten, und zwar deutlich. Jetzt bin ich tatsächlich mal in diesem Renntrim drinne, mit dem man auch mit dem Fahrzeug hier fahren kann. Jetzt fühlt sich das Ganze auch sehr gut an. Jetzt weiß ich auch um die Stärken des Autos. Man kann sie dementsprechend nutzen. Jetzt sind wir dran am nächsten Jaguar. Das ist, glaube ich, so ein Project 7. Hau rein, Kollege. So, wir sind dran. Runde auch vorbei am nächsten. Oh je. Ah, das sieht so schlecht aus, dass ich es gerne nochmal machen würde. Vor allem kommt jetzt der Porsche wieder angeschossen. Letzte Runde läuft. Können wir es noch aufs Podium schaffen? Das ist die Frage. Nein! In der letzten Runde leider einen dicken Patzer drin gehabt. Schon in die erste Kurve hinein, aber der vierte Platz ist, denke ich, auch trotzdem aller Ehren wert oder auf jeden Fall ziemlich gut. Gemessen daran, dass wir anfangs solche Probleme hatten, und wenn ich diese Probleme schnell in den Griff bekommen hätte, ja, meine Lieben, dann wären wir hier sogar aufs Podium oder sogar um den Sieg mitgefahren. Schade, 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 dass es nicht so kam. Aber hey, nichtsdestotrotz, es war ein sehr schönes Rennen. Es hat sehr viel Laune gemacht. Und ja, man kann das Endergebnis doch relativ positiv, denke ich mal, werten. Wenn ich jetzt auch noch diese Skills transferieren kann auf irgendein anderes Auto, das würde mich dann sehr, sehr freuen, wenn das Ganze dementsprechend passt. Außerdem würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir gucken gleich mal, mit welcher Strecke. Warum kann ich das Replay nicht... Ja, hier kann ich überschreiben. Okay, dann machen wir es hier. Ja, ansonsten, wie gesagt, Daumen nach oben fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Forza 7 wieder. Dann mit folgendem Kontostand. In-game zumindest. Ja, plus 99.000 und sogar noch 123.750, meine Güte. Oh mein Gott, den muss ich eigentlich kaufen. Ich habe nicht genug Geld. Oh nein, bitte nicht. Ja gut, dann nehmen wir halt den hier. 50.000 Credits, auch gut. So, und nächstes Mal geht's auf die Strecke Virginia International Raceway. Ja, Leute, also ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Forza Motorsport 7. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.